Hier ist Kai von Fitness United. Ich habe heute mein erstes Rezept für euch, ein Superfood Salad. Vielleicht kurz zur Erklärung, was ist ein Superfood an sich? Das sind Lebensmittel, die sehr viele dem Körper nützliche Stoffe haben. Das heißt nicht nur viel Vitamin C oder Vitamin A oder viele Spurenelemente, sondern immer eine Kombination daraus. Ich stelle euch kurz vor, was ihr dafür braucht. Wenn ihr zu einem einzelnen Lebensmittel nachschauen wollt, was speziell gut an diesem Lebensmittel ist, verlinke ich unter dem Video. Könnt ihr dann gerne draufklicken, euch das genauer anschauen, aber das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir das für alle Zutaten machen. Deswegen mache ich es dementsprechend jetzt in der Kurzfassung und sage euch, was ihr dafür braucht. Das erste, was ihr dazu braucht, sind Blattsalate. Da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe in dem Fall hier jetzt eine Mischung aus Mangold, Feldsalat und Rucola-Salat. Ganz einfach nach meinem Geschmack, deswegen habe ich das so ausgewählt. Ich habe Granatapfelkerne mit dabei. Ich habe Quinoa. Ich habe Hanfsamen, wenn ihr das Pancake-Rezept schon gesehen habt, das sind dieselben. Ich habe Mandelsplitter, die sind leicht angeröstet, ist auch wieder eine Geschmackssache, schmeckt mir einfach besser, deswegen habe ich die ein bisschen angeröstet. Ich habe dazu Goji-Beeren und ich habe eine Avocado, die ich dafür brauche. Fürs Dressing ist es so, da machen wir auch mal ein bisschen was Kreativeres. Wir machen ein Limetten- und Agaven-Dicksaft-Dressing. Das heißt, ihr braucht dafür zwei große Limetten, je nachdem. Agavendicksaft bekommt ihr mittlerweile eigentlich in jedem besseren sortierten Supermarkt oder Drogerieketten sogar und Salz, Pfeffer aus der Mühle. Was ich im Prinzip hier schon mal gemacht habe, ist einfach ein kleines Salatbett angerichtet und ich werde jetzt dementsprechend die Zutaten alle auf dem Teller dann anrichten, werde dann das Salatdressing machen. Geht im Prinzip sehr, sehr schnell, wenn ihr euch ein bisschen darauf vorbereitet habt. Dieses Gericht ist jetzt nichts, was wir klassisch unter der Woche am Abend machen, sondern machen wir eigentlich eher am Wochenende, weil es ein bisschen Vorbereitung dann auch bedarf. Fangen wir an. Wir haben wie gesagt hier unseren Blattsalat. Ich mache jetzt hier auf den Teller noch ein bisschen Quinoa drauf. Ob ihr das drüber macht, ob ihr das an die Seite packt, wie auch immer, völlig egal. Mache jetzt hier ja, also um die drei Esslöffel als Portion. Dann geht es im Prinzip weiter. Ich nehme jetzt hier ein paar Granatapfelkerne, die ich hier ein bisschen verteile. So. Dann habe ich hier meine Hanfsamen unter anderem drin. Zieh auch ein bisschen drüber. So, dasselbe machen wir mit den Mandelsplittern. Und so einen gehäuften Esslöffel drüber. Goji-Beeren, sehr aufgeregt. Ja, einfach mit dem Esslöffel ausschälen und dann anschneiden. So mache ich jetzt auch dementsprechend mit drauf. So, dann kommen wir zum Dressing. Wie gesagt, Limette braucht man dafür, könnt ihr vorher ein bisschen rollen, kommt mehr Saft raus, kennt eh jeder den Trick, deswegen brauche ich da nicht nochmal näher drauf eingehen. Ich nehme hier meine Saftpresse.
jetzt hier dementsprechend den Saft rein. Ich rechne für eine Person eine Limette. Dafür natürlich später auch noch einen Salat, deswegen habe ich hier schon zwei Limetten liegen. Agavendicksaft, etwa, ja, so, je nachdem, ob ihr es ein bisschen süßer mögt oder nicht. Ich mache hier so einen Esslöffel rein und dann mal einen Pfeffer. Salz. Und mehr ist es im Prinzip auch gar nicht. Und das Ganze gut vermischen. Ich zeige euch hier jetzt nochmal den Salat, wie er aussieht. Sieht dann dementsprechend so aus. Wir haben da knusprige Komponenten drin, wir haben süßliche Komponenten drin, wir haben die Avocado mit drin, wir haben den Quinoa mit drin. Super gesund, super lecker. Ich kann es wirklich nur empfehlen, mal ein bisschen den Unterschied zum klassischen Salat, mal ein bisschen auszuprobieren, ob ihr da noch andere Dinge rein kombiniert. Völlig egal, ganz nach eurem Geschmack. Ich gebe jetzt hier noch das Dressing drüber. Sind wir soweit auch schon fertig. Ihr habt es jetzt am Video gesehen, wenn ihr darauf vorbereitet seid, geht das Ganze sehr, sehr schnell. Wie gesagt, die Vorbereitungszeit dauert ein bisschen, aber ich sage euch, es ist wert, sehr, sehr lecker. Probiert es aus, hinterlasst einen Kommentar, wie ihr das Rezept findet, wie es euch geschmeckt hat, wenn ihr es nachgekocht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal.